So, liebe Leute, es geht heute nicht weiter mit FIFA. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Duell in Dortmund. Auf geht's. Ja, Gott sei Dank läuft FIFA doch weiter. Ich hatte eigentlich schon Angst, dass es abstürzt, dass es vorbei ist. Aber nein, es geht weiter. Ich hatte nämlich einige Fehler drin, eine Fehlermeldung drin, als ich das Spiel heute starten wollte oder morgen. Und der mir dann sagte, nö, ich will jetzt nicht starten. Und dann plötzlich musste ich das Spiel erstmal deinstallieren. Dann ging das gar nicht. Ließ ich das Spiel nicht installieren. Ich hatte immer wieder, obwohl ich das Spiel runtergeschmissen hatte, einen kleinen Fehler. Dann habe ich meine externe Festplatte, die ich ja noch drei, ich habe ja eine 2 TB-Festplatte mit der PlayStation 4, habe ich die rausgezogen und habe das Spiel quasi nochmal neu auf der PlayStation selber installiert. Und dann ging es auf einmal. Und seitdem läuft es auch wieder. Also die Speicherdaten bleiben ja unberührt, aber das Spiel selber habe ich dann runtergeschmissen und habe dann wieder neu installiert. Jetzt ist wieder alles gut. Ich kann jetzt sozusagen weiterspielen und unsere Karriere mit Bayreuth weitermachen. DH, es gibt mit Assassin's Creed, läuft dann quasi um 12. Nur, dass ihr dann schon mal Bescheid wisst. Auf geht's. Gehen wir rein ins Match gegen Borussia Dortmund. Und wir wollen natürlich ja, heute den nächsten Sieg holen und uns ja, vermutlich an die Bayern heften, wieder mal. Und zumindest aber den Abstand nach hinten ein bisschen vergrößern. Nach 2 Siegen gegen RB wollen wir natürlich heute jetzt den 5. Sieg in Folge holen. Wir haben die Bayern ja im Pokal Viertelfinale ausgeschaltet. Und da freue ich mich auch drüber, dass wir es geschafft haben. Und zwar ziemlich deutlich mit 5-1 sogar. In der Liga haben wir ja mit 1-3 bei ihnen, oder zu Hause gegen sie verloren. Jetzt haben wir so einen Pokal ausgeschaltet. Das heißt, die Bayern sind zum dritten Mal nicht mit dem Finale dabei. Wie gesagt, im ersten Jahr hatten wir als Gegner eben genau diesen Borussia, die Borussia Dortmund hier, der war. Oder die Borussia aus Dortmund. Die wir jetzt haben. Als Gegner. Und im zweiten. Nee, im ersten Jahr war Leverkusen, genau. Und im zweiten Jahr hatten wir Borussia Dortmund. So, gehen wir rein ins Match. Heute sollten wir vor allem auf Raúl Albiol achten. Denn der denkt wohl über sein Karriereende nach. Heute darf er von Anfang an ran. Ja, wir sind live dabei, bleiben Sie dran. zwei Spieler werden wohl ihre Karriere beenden mit Aubameyang und eben mit Raúl Albiol. Ich hoffe, dass wir sie beide vielleicht nochmal ein Jahr halten können. Iduna Park, der sich heute von seiner winterlichen Seite zeigt. Es liegt eine Schneedecke auf dem Rasen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das verspricht einiges. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Ja, die Jungs klatschen sich ab. Und hier schauen sich Borussia Dortmund nochmal ein. Und unsere Jungs natürlich genauso. Wir wollen natürlich hier zeigen, hey, wir sind die Besten. Und oder wir wollen hier in Dortmund natürlich gewinnen, klar. Das wird alles andere als einfach werden. Im Hinspiel gab es dieses 0:0 am ersten Spieltag. Und jetzt treffen wir im Rückspiel aufeinander und da wollen wir es heute tatsächlich nochmal richten. Naja, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Aubameyang will natürlich gegen seinen Ex-Club treffen. Aber wer es am Ende tut, ist es wurscht. So, schauen wir mal. Fick hier. Dortmund hat auf jeden Fall einen Schuss. Und so tritt der BVB heute also an.
Emre Can steht an der Seite von Thiago Alcantara im Mittelfeld. Und vorne sehen wir bei Ihnen zu Beginn der Partie heute einen Zwei-Mann-Sturm. Es wird alles einfach, wer alles hat. Da sind Sie da, guter Block. Gut sei Dank, es abge... Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor ja, für gut. den Fischer. VfL Wolfsburg. Philipp Kostic ist der Torschütze. Ein richtig guter Abschluss. Ja, da hat er dem Keeper keine Chance gelassen. Neuer Spielstand damit. Kostic ist bei Wolfsburg, okay. Spielt sind hier 2 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Ah, Albiol. Kein Abseits. Geht er rein? Nein, ganz geht er nicht. Lappert hat das Ding. Ecke kommt in den 16er. Halt der Meter. Für den BVB. Oh, ernsthaft. Müsste Sterner gewesen sein. Ja, meine Meinung nach, er hat mal von Schein halt so ein das Handspiel. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Sie verwandeln diesen Elfer. In Pfostentor 1:0 Dortmund. 12. Meiner Meinung nach war es ein unberechtigter Elfmeter, wie gesagt, das Foul, eher von Schaden als das Handspiel. Der Ball zunächst am Pfosten und springt dann doch über die Linie. Das war Glück. So, da hätten wir also... Nun ja, ist passiert jetzt. Kein Problem für den Kobel fischt sich die Flanke runter. Das ist nur, wo er da irgendwas Entscheidendes machen kann. Wird das seine Torchance? Jetzt Aubameyang. Ah, ich dachte, ich krieg die rausgespielt. Der ist nicht weit. Die Aufgabe für die Gäste ist völlig klar. Sie brauchen einen Sieg, denn dann winkt ihnen die Tabellenspitze. Und das würde dann natürlich die Ambitionen unterstreichen. Sie haben in diesem Jahr hohe Ziele. Schönes Ding. Und der Konter läuft über Julian Eckloff. Platz auf außen. Schöne Flanke auf den langen Pfosten. Na, da. Wo geht das zurück in Dortmund? Ah, Scheiße. Da, Ginter mit dem Befreiungsschlag. Fekir. Fekir mit Glück, der bleibt am Ball. Und dann doch der Ballverlust. Ah, wieder nicht. Emre Can. Can, Staphylides hat ihn erstmal. Aber doppelt im Ballbesitz. Gomez. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Und weg damit. Und erstmal. Jetzt ist der Ball erstmal raus. Ach Mann, ich krieg aber auch keine, Chance da wirklich in die. Schön, dass keiner mal mitgedoppert. Doch letztlich harmlosen Ball. Nun Raúl Albiol. Und Ballverlust gegen Bauern von Staphylides. Er blockt die Hereingabe ab. Und Albiol. Und ausgeklärt, das wird Ecke geben. Haben schon Wechsel vorgeschlagen. Ich komme aber auch nicht ins Spiel. Ja, kurz ausgeführt. Matthias Ginter. Ginter. Macht er zu starke Aktion. Ja. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute so, Aktion. Es gibt Gelb für den Dortmunder. Ja, für die Nummer 9. Alvarez. Ein Pass mit viel Auge. So, Schilderung. Oh, die Flanke. Einseits. Sie sind zurück in diesem Spiel. Und zwar gut vor der Pause. 1-1, Nummer.
Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer. Natürlich macht das so. Nicht mehr zu verhindern. So, Pause. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. So, also Pause 1-1. Durchgang 2. Wo auf jeden Fall hat ausgeglichen. Die erste gute Chance, die wir hatten, haben wir dann Gott sei Dank doch genutzt. Wie gesagt, der Elfmeter war meiner Meinung nach auch relativ bitter. Da ist aber jetzt gut. Platz. Ah, da habe ich nicht mitgestellt, dass er schon weg war. Das hätte ich ein bisschen anders nutzen können. Neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wir gehen rüber, jetzt ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer Piri. Für Leverkusen. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind hier 50 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Das ist die Chance zum Führungstor. Klasse aufgepasst vom Torwart. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Kurze Ecke. Und keine Unterbrechung. Vorteil. Es gibt den Vorteil für Borussia Dortmund. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Super gehalten da. Ah, das ist, passiert nichts. Es wurde ja viel über Raúl Albiol geredet. Denn alle fragen sich, wie wird er sich entscheiden? Hört er auf? Macht er weiter? Uschi, wie siehst du das? Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Na, kriegst du den noch mit? Ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht, vor allem auch gesundheitlich. Die Frage ist auch, ist der unbedingte Wille noch da? Also nach so einer Karriere würde ich schon verstehen, wenn er sagt, nee, reicht. Jetzt die Chance. Tolle Aktion von Kobel. Und der Kobel verhindert. 2-1! 62. Henkloff. Tja, Sie können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nachgesetzt, gut nachgesetzt. Und rein ins Glück. Fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. So, Fakt ist, wir führen 2-1 mit dem zweiten Torschuss, überhaupt in diesem gefühlsweiten Torschuss in diesem Schöne Spiel. Pässe von Borussia Dortmund. Aber jetzt aber ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unter. Ah, das hätte man anders wissen müssen. Den hätte er aber schicken müssen und wäre durch viel gewesen. Also das zumindest ist mal viel Platz gewesen. Könnte der Ausgleich werden. Doppert. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Dortmund wechselt. Flanke jetzt. Tolle Parade, ja. Das aus kürzester Distanz. Bei dem muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt von Thiago. Weg damit. Erstmal raus. Erstmal weg damit. Ein bisschen Platz jetzt. Fekir. Fekir und Noppert. Nächste Ecke. Dortmund macht das Druck, macht das Spiel. Da ist der Ball erstmal raus. Scheiße. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Da geht er vorbei. Da gibt es Vorteil für den BVB. Den und das Ball bringt nur dem BVB nichts. Und festgehalten. Klasse gemacht. Der Transfer ist fix. Er wird also bald beim neuen Club auflaufen. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Er hechtet, er macht sich lang. Solange die Bälle vorbeigehen oder der Keeper die hält, ist nichts passiert nicht. Aber es darf jetzt nicht allzu viel mehr jetzt zugelassen werden. Da oben, der fordert den Ball. Oh, 10 Glück gehabt. Noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ah, gut gemacht. Und Albiol grätscht die Kugel raus.
So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen durchwechseln. Aufgrund der Fitness. Deswegen drei Wechsel jetzt weg. Schönes Dribbling hier. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Bowen ist hier aufgrund einer Verletzung sogar raus. Eine leichte Nummer. Und es bleiben noch 5 Minuten. Dortmund versucht alles, um hier doch noch den späten Ausgleich zu erzielen. Den nimmt er direkt. So, keine Sorge. Dortmund heißt ja natürlich auf alles im Grund. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Leverkusen. Torschütze ist Mason Mount. Ein richtiges Knipsertor. Da muss der so, den abseits. Ball nur noch über die Linie. Neuer Spielstand dann. 2 Minuten noch. Wenn Dortmund hier noch was will, dann einen Punkt mehr und maximal holen. Vielen Dank für dieses Update. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Alvarez. Das ist natürlich ein guter Pass. Der Ball kommt weg damit, Staffelidis. Ja! Wie auch immer, wir haben es geschafft. Muss ich heute mit einer Niederlage abfinden. Das war eine wirklich dürftige Leistung heute. Keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, Sie wissen selbst nicht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Yes. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht ein Pass mit viel Auge. Hauptsache irgendwie das Ding nach Hause gefahren. So, wenn ihr einfach sowas von gnadenlos unterlegen gewesen, aber gewinnt trotzdem mit 2-1 in Dortmund. Bayern spielt in Gladbach. Wie auch immer. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Unsere Aufgabe ist gelöst. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind jetzt erstmal wieder... Gut, wir sind nur ein Punkt in den Bayern, ne? Wir müssen also tatsächlich gepatzt haben mal wieder, oder? Naja, wie auch immer. Sie haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben gewonnen in Dortmund. Sind jetzt erstmal 9 Punkte weg. Also Platz 2 ist gefestigt. Wir haben noch 13 Spieltage und 9 Zähler Vorsprung auf Platz 3 und 4. Nächster Gegner ist der Gegner, mit dem wir die erste Saisonniederlage kassiert haben. Das ist Union Berlin. Und das werden wir uns dann wieder in der nächsten Folge angucken. Okay. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann rechnen wir uns hoffentlich an Union. Bis dahin. Tschüss.